Brimtech hatte einige demütigende Verluste durch seine Feinde hinnehmen müssen. Diego stürzte sich auf jeden neuen Auftrag, wobei er seine eigene Person immer wichtiger nahm und die Wiederherstellung der Ehre seines Familiennamens immer größeren Stellenwert für ihn bekam. Interessanterweise hatte sich seine Beziehung zu Isadora Toltec von einer beruflichen zu einer persönlichen verändert. Diese Veränderung sollte sich noch als sehr teuer herausstellen. Als New Europa mit einer Kommandoeinheit in einen Lagerbereich von Rimtech vorrückte, musste schnell gehandelt werden. CTO Hansen genehmigte die Kosten für das Beamen von Diego in diesen Bereich. Seine Aufgabe: Vernichtung der Feinde, bevor sie Materie-Konverter einsetzen und flüchten konnten. Auf Oberfläche. Auf Oberfläche. Kampf auf Oberfläche. Thank you.
Combo-Herstellung möglich. Kampf auf Oberfläche.
auf Oberfläche. Come on.
Einsatz beendet. Nach seiner Rückkehr zur Basis bekam Diego die lang ersehnte Beförderung zum Stabsoffizier für Taktik. Seine Freude darüber währte allerdings nur kurz. Denn es kam die Nachricht, dass Jones und ein anderer Gefangener bei einem Überraschungsangriff von Europa aus einem Rimtech-Gefangenenlager entkommen konnten. Diese Flucht war ein Rückschlag für Rimtech und wirkte demoralisierend auf ihre Truppen. Noch erschreckender waren allerdings die Berichte, nach denen Milagro in New Providence ein Massaker unter den wehrlosen Combat-Crews angerichtet hatte.